Und ich gebe zu, es fällt mir doch ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen. Heiner, ich hatte am Anfang angekündigt, es werden große Emotionen werden. Für das Publikum waren es riesige Emotionen. Verraten Sie mir, wie es in Ihnen aussieht? Ja, das war mein schwerstes Spiel bis jetzt. Also, noch nie so eine große Belastung vorher und während des Spiels gehabt wie heute, aber es ist schon ein Erlebnis für mich. Ich habe Sie immer als, wenn Sie nach dem Spiel waren, als ganz ruhigen, sachlichen Menschen erlebt, der selten so Einblicke in sein Gefühlsleben gibt. Warum haben Sie heute Angst gehabt vor dem Spiel? Warum haben Sie diesen Druck so gehabt? Ja, ich verstehe zwar nicht viel, aber ich hoffe, dass ich die Frage einigermaßen verstanden habe. Das versuche ich jetzt sehr einfach. Ich versuche mal was zu machen. Ja. Geht es jetzt ein bisschen besser? Ja, aber es ist immer noch sehr laut, aber ist egal. Ja, warum habe ich Angst gehabt heute? Ich meine, es war ein besonderes Spiel. Ein Teil meiner Karriere geht zu Ende, das mein Leben geprägt hat. Und ja, das belastet einen schon, obwohl es letzten Endes eine Befreiung für mich ist. Warum eine Befreiung? Ja, die letzten Jahre waren doch sehr anstrengend. Ich habe mich auch in vielen Dingen aufgerieben. Ich bin jetzt froh, dass ich eine andere Tätigkeit übernehmen kann und mich nicht mehr ganz so über diese Dinge irgendwo aufregen muss. Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Seit 2003 beobachte ich Sie sehr nah, seit der WM in Portugal. Sie sind immer so geladen, so voller Energie an der Seitenauslinie. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie sagen, nee, das wird jetzt einfach zu viel, ich muss mich da mal ein Stück zurücknehmen? Ja, das ist ein längerer Prozess. Das ist sicherlich keine Entscheidung gewesen, die bei mir innerhalb von 2 Wochen gereift ist, sondern die Entscheidung ist im letzten Jahr gereift. Wobei ich allerdings sagen muss, die Arbeit mit der Mannschaft, auch mit dieser Mannschaft, mit der wir in den letzten 2 Jahren keinen Erfolg hatten, hat mir sehr viel Freude gemacht. Die Jungs ziehen klasse mit im Training, die wollen auch. Und ich glaube auch, dass sie noch in Zukunft etwas erreichen können, dann aber mit dem neuen Trainer. Sie sind der erfolgreichste Bundestrainer überhaupt, Weltmeister als Spieler, als Trainer. Gibt es eigentlich was neben den Erfolgen, an was Sie sich ganz besonders gerne erinnern? Ich kann im Augenblick nichts verstehen, tut mir leid. Nimm mal das. Herr Brandt, macht überhaupt nichts. Es stellt sich ja immer die Frage, was schenkt man einem Mann zum Abschied, der alles erreicht hat? Wir haben es vorhin schon gesagt, Bundesverdienstkreuz, der Verdienstorden des Landes NRW, 7-mal Trainer des Jahres, Weltmeister, Europameister. Mir ist eins eingefallen. Baldrian. Baldrian hat, wird die Wirkung nachgesagt, es soll beruhigend werden. Vielleicht ist es was für die neue Aufgabe, dass Sie das haben sollen. Ruhig an die Sache rangehen. Dankeschön. Und den Film vom Eike, die kriegen Sie natürlich auch, denn es waren, glaube ich, wirklich eine Menge tolle Bilder dabei. Aber wir schauen jetzt trotzdem nochmal nach vorne. Jetzt, nach hinten haben wir jetzt so lange geschaut, denn heute war ja auch so der erste Schritt in eine neue Richtung. Das wird vielleicht auch deutlich, wenn wir uns schon mal anschauen, wer sich alles für die EM qualifiziert hat. Da ist eine ganze Menge von Mannschaften, die dabei sind. Das Who is Who des Welthandballs, muss man sagen, auch wenn es die EM ist. Also die Franzosen sind dabei als Weltmeister. Die Serben natürlich als Gastgeber. Und die Deutschen sind mit bei. Ein Platz, der fehlt noch. Und der wird heute Abend noch ausgespielt zwischen Österreich und Island. Auf welchem Wege, wie weit ist diese Mannschaft jetzt auch mit neuem Team, mit neuem Trainer auf dem Weg wieder zurück zur alten Stärke? Denn das ist ja ihr Ziel gewesen. Ich denke, die Mannschaft hat ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage ist, fast alle Mannschaften zu schlagen. Was fehlte in den letzten beiden Jahren, war die notwendige Konstanz. Und wenn man da immer ein Schrittchen weiterkommt mit der notwendigen Erfahrung und mit dem neuen Trainer, also, dann kann man sicherlich Zug um Zug oben ankommen. Ihnen liegt ganz besonders am Herz, dass die jungen Leute, die ja nun erfolgreich in der Vergangenheit auch im Juniorenbereich Handball gespielt haben, Europameister ist die Jugend geworden, Weltmeister unter Martin Heuberger übrigens. Was fehlt denn einfach wirklich, damit diese Athleten auch den Anschluss in den Ligen ja, finden? Wir haben Probleme in der Anschlussförderung. Das heißt, im Anschluss an das Juniorenalter, da müssen die Leute natürlich individuell trainiert werden, da muss man sich mit denen beschäftigen, da muss individuelles Training im Vordergrund stehen, aber natürlich auch die Erfahrung mit Training und im Spiel. Und wenn man das mit Top-Leuten, internationalen Top-Leuten machen kann, dann werden die jungen Spieler auch die entsprechende Entwicklung nehmen. Das ist aber bei uns leider zu selten in der Vergangenheit geschehen, das habe ich immer angeprangert. Ich hoffe, dass sich in Zukunft was ändert, weil alle, glaube ich, gemerkt haben, dass wir eine starke Nationalmannschaft brauchen. Und wir von DAB-Seite werden versuchen, die jungen Leute noch besser auszubilden, dass sie noch größere Chancen haben, in die Bundesliga zu kommen und damit auch später Nationalspieler zu werden.
Die Handballliga hat gesagt, ne, wir haben gemerkt, wir brauchen eine starke Mannschaft. Warum hat das so lange gedauert, bis man diese Einsicht hatte? Ja, das müssen Sie mich nicht fragen. Ich hatte die Einsicht schon vor 15 Jahren. Das müssen Sie die entsprechenden Leute fragen. Aber diese Gespräche werden natürlich in Zukunft öfter stattfinden. Wen werden wir jetzt da sehen? Einen ruhigeren, einen ausgleichenderen Heiner Brandt? Oder verfolgen Sie so in der unerahmlichen Art, wie wir Sie kennengelernt haben, Ihre Ziele immer für die Sache weiter, konsequent? Ich bin grundsätzlich ein harmoniebedürftiger Mensch, der auch bereit ist, um Ziele zu erreichen, Kompromisse einzugehen. Nur es muss ein Schritt von der Liga als Gesamten und auch von einzelnen Vereinen erfolgen. Ich bin immer zu Kompromissen bereit, aber ich möchte natürlich den Handball weiter oben sehen. Mein Herz hängt im Handball seit mehr als 50 Jahren und für mich ist der größte Traum, dass der deutsche Handball auf Dauer Weltklasse sein wird. Und einer, der das vielleicht bestätigen kann, nämlich Ihre Harmoniebedürftigkeit, ist Pascal Henz. Hat Sie lange, lange als Trainer erlebt. Wollen wir hören, was er dazu zu sagen hat. Pascal Henz, wird man heute als hartgesottener Bundesligaspieler, Nationalspieler auch ein wenig sentimental bei dem Abschied für Heiner Brandt? Ja, natürlich. Das ist schon nach so vielen Jahren. Er war immer mein Bundestrainer bisher und ja, ist natürlich eine große Lichtgestalt, die jetzt hier als Trainer zurücktritt. Und wenn man jetzt das mitbekommt, was hier gerade los ist, dann geht es einem schon unter die Augen. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Ihnen einen Gutschein für ein Rennrad zu schenken? Ja gut, wir haben uns halt überlegt und sind so ein bisschen, haben wir alles zusammengetragen, die Ideen. Und ja, er muss ja weiter Sport treiben, auch für seine Hüfte. Und deswegen haben wir gedacht, wir fragen auch mal bei der Ehefrau nach. Und dementsprechend kamen wir auf die Idee, einen Rennrad zu holen. Können Sie sich eine Mannschaftssitzung ohne das Brummen von Heiner Brandt vorstellen? Ist das denkbar? Ja, momentan noch nicht, aber das werden wir schon lernen in den nächsten Wochen, Monaten. Alles Gute, danke. Danke. Aber wir haben ja auch gelernt, er ist eigentlich harmoniebedürftig und brummt dann privat gar nicht mehr so häufig. Sagen Sie, freuen Sie sich auf Ihre neue Aufgabe oder ist vielleicht auch eine Menge Respekt dabei? Ja, sicherlich Respekt, weil die Aufgabe neu, ungewohnt für mich ist. Aber ich habe mir über das Thema in den vergangenen Monaten oder Jahren schon so viele Gedanken gemacht, dass ich glaube, dass ich die Aufgabe erfüllen kann. Und ich freue mich auch drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch spannend wird. Und wir haben jemanden gefunden, der einen ähnlichen Werdegang hat und vielleicht den einen oder anderen Tipp für Sie in diesem Zusammenhang haben könnte. Der ist ja auch schon längst Funktionär und hat sich da einen großen Namen gemacht. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer. Ja, lieber Freund, lieber Kollege, lieber Heiner, du hast ein Abschiedsspiel als Trainer hinter dir. Du warst Weltmeister, deswegen habe ich vorher Kollege gesagt, du warst Weltmeister als Spieler und als Trainer. Gibt es ganz, ganz wenige, nicht nur im Handball, sondern auch im Fußball. Also ich weiß, wovon ich spreche. Du wirst dem Sport erhalten bleiben, das ist schön. Du wirst deine Erfahrungen weitergeben. Du wirst im Management des Handballbundes bleiben. Das ist sehr gut, denn Leute wie dich braucht der Sport ganz, ganz dringend. Ich wünsche dir von meiner Seite alles, alles Gute, bleibe gesund und dem Sport noch recht lange erhalten. Gute Wünsche aus berufenem Munde. Geht gut runter? Das ehrt mich sehr. Franz Beckenbauer war immer so mein Vorbild. Ich meine, ich habe zwar Handball gespielt, aber im Training schon mal Fußball und seine Spielweise hat mich immer fasziniert. Deswegen war ich immer früher Fan von Bayern München. Heute ist diese Mannschaft an zweite Stelle gerückt. Der FC aus meiner fast Heimatstadt Köln ist ganz vorne, aber Bayern München ist immer noch einer meiner Lieblingsvereine. Aber Franz war für mich eigentlich der ganz große Sportler und ist bis heute auch noch geblieben. Was er für seinen Fußballsport bewegt hat, ist ganz, ganz außergewöhnlich. Wenn ich so recht zurückerinnere, bleibt mir besonders eins haften. Das war unsere Begegnung nach dem Halbfinale bei der WM im eigenen Land. In der Köln Arena kamen sie hoch zu unserer Position. Da war es ähnlich so wie hier, nur da waren 20.000 Menschen in der Halle und die haben die Ruhe gesucht. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass wir eigentlich immer über Sport gesprochen haben. Gibt es was sich Heiner Brandt ganz privat wünscht für die Zukunft? Eigentlich nur Gesundheit für meine Familie und mich. Und den Rest werden wir schon irgendwo hinbekommen. Und ich freue mich drauf und ich hoffe auch, dass es mir gelingt, dass ich für meine Familie, für meine Enkelkinder ein klein wenig mehr Zeit haben werde. Heiner Brandt, und dafür wünsche ich ihm vom Herzen alles Gute. Mir bleibt wirklich nicht mehr, als mich zu bedanken für viele, viele tolle Jahre. Und wenn wir jetzt da mal runterschauen, gucken Sie sich das an. Die warten so tapfer die ganze Zeit auf Ihr Vorbild, denn das sind Sie. Heiner Brandt, alles Gute.